Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf der Starzo von der Supermapper Family und den Lieben, ja. So, ich habe die Mission angenommen. Shit, drop, wie muck dat, weil wegen Semme. Sag schon mal, weil wir so Heu kriegen. Der kann ja nebenher laufen, das ist ja wohl eigentlich shit egal, ne? Feld 17, soll er eben runterbolzen und machen wieder Heu. Ich hab die Maschine mir eben so ein bisschen an der Seite gestellt, ne? Was? War das Schweinestall? Bin verwirrt. Nee. Das ist das, wenn man direkt nach der Arbeit am PC geht, ne? Dann. Normal mache ich immer eine Viertelstunde Pause, aber heute gar nicht. Sag mal, bin ich schon dran vorbei. Ne, wir müssen nur hier lang, richtig? Oh Mann! Ey, da waren wir doch gar nicht. Ich hab Mission angenommen, du Bienenpflücker. Hä? Oh, ich bin schon zu weit gefahren, aber wir können hier durch den Busch fahren. Hier ist ein Schickraum, ne? Oh Mann, ey. Es läuft schon wieder. Richtig Premium. Ist das hier durch den Busch? Muss ja, wa? Ich hoffe nicht, dass wir jetzt schon wieder verkehrt fahren. Nee, hier ist er durch den Busch eben. Ganz so lange heizen, ne? Ist ja auch nichts, als hätten wir nichts anderes zu tun. Aber ich wollte hier immer nach der Vegetation gucken, ne? Wie die Bäumchen schon so gewachsen sind und so. Weil hier so viel Arbeit drin steckt, ne? Guck mal da und da und da. Und guck mal den Grashalm an. Der ist gewachsen seit letztem Mal. Du hast gesehen? Läuft. Nee, man muss aufpassen, wo man lang fährt. Viele Wege führen nach Rom. Und die meisten kenne ich nicht. Ist so. Aber es läuft. Wir fahren eben schnell fix die Maschinchen rüber. Dann die ordentlich an Stissel hier kommen. Ich könnte ja auch die Minimap anmachen, dann würde ich mehr sehen. Sag mal, Kollege. Wir müssen doch schätzungsweise da so lang, ne? Guck mal, hier so. Dann schießt die hier so um die Ecke und hier ist doch, glaube ich, Feld 17, ne? Hoffentlich regeneriert er das jetzt, ne? Sonst haben wir nämlich die Popo-Karte. So, erster Wegpunkt. Erster Wegpunkt. Jo. Nochmal viermal Vorgewende. Nee, scharf. CP-Kurs generieren. Oh, der hat 10 Meter, ne? Ey, der fährt hier voll durch den Busch, das geht nicht. Der hängt ja hier in den Büsche. Ne, dann machen wir nochmal anders. Machen wir zweimal Vorgewende. Ja, so geht das. Speichern. Neuer Ordner. Feld 17. Kurs speichern, aktivieren. Man. 10M. So, du hast hoffentlich SWAT-Ablage. Klapp dich mal eben aus. Ich will mal eben gucken, ob du SWAT-Ablage hast. Bist du auf 10 Meter oder müssen wir dich hier wieder irgendwie breit ablagen? Ohne Aufbereiter. Alles klar, mit Aufbereiter. Wir wenden das auch nur einmal, ne? Ah, er hat Erfahrung, ne? Hier muckt er. Das läuft. So. Viel zu viel angenommen, was alle noch gar nicht so vor sich ist. Aber wir brauchen das. Vor allen Dingen brauchen wir auch die Kohle. Bei Plägen habe ich im Moment echt keine Böcke drauf. Für was brauchst du den JCB mit den Fliegerreifen?
Moin. Ich glaube, wir müssen hier ab, ne? Ja, ja, ja. Ne, da fahren wir jetzt zu unserem Hof. Läuft. Müssen wir hier ab? Nein, ein weiter, ne? Ein weiter müssen wir nur erst. Sicher, ein weiter. So eine Schubrakete. Wir können die schon mal runterfahren. Könnte ich da auf die Straße abstellen? Moin. Muss freundlich sein hier zu den Bürgern, ne? Die müssen demnächst unsere Schafmilch und so alle haben, du. Schafkäse müssen wir auch noch platzieren, ne? Und wo? Gute Frage, nächste Frage. Da ist gesät, ist. Müssen wir noch walzen? Erstmal müssen wir die Mission machen. Hier müssen wir mal eine Bodenbearbeitung starten, ne? Viel Arbeit, wenig Vergnügen, ne? So ist das. Das eine willst du, der andere musste. Guck mal hier so. Jetzt bin ich ab. Direkt 30 km/h mehr drauf. Hast du gesehen? Nee, ne? Muss zurückspulen. Dann siehst du. Und dann auf Schnellvorlauf. Schon cool gemacht hier, ne? Jo, mit den Rampen hier drinnen finde ich richtig cool. Hoppläschen, wo kamst du denn hier? Sektorwart. Du brauchst auch eine Palaberlampe. Damit ich dich besser sehe. Halt zwei schon, ich muss gleich los. Halt mal eben hier an. Ja, du kannst auch eben hier warten. Nee, du kriegst die Presse hinter. Kannst du überhaupt schwaden mit den Reifen? Warum krieg ich... Wir haben alles gekriegt, ne? Den finde ich richtig tüftig. Wo ist der Ballensammelwagen? Steht der hier an der BGA wieder? Ja, das ist sowas zum Mäusen werden, ne? Wir haben alles gekriegt, aber keinen Sammelwagen, ne? Die wollen mich verläppeln, oder was? Schickram, ey. Das ist so verarsche. Oh, der läuft auch noch. Der läuft noch? Irgendwie im Bach. War sehr gut gemacht. Ich bin stolz auf dich. Ja, hast du richtig, richtig Premium hingekriegt, du. Da muss ich mal ganz ehrlich sagen, du. Ich bin, könnte echt gerade. Man kriegt alles, aber keinen Ballensammelwagen. Das ist ja gut. Ich bin imprägniert. Müssen wir uns wohl einmieten? Ja, müssen wir eh. Na, ist egal. Ich könnte schon wieder. War wahrscheinlich keine gute Idee. Vor allem zum Viehhandel. Mit Autoload. Da könnte prickeln werden. Ja, kriegen wir hin. Wichtig ist, dass die Maschinen schon mal da stehen, ne? Dass der Laden dann läuft. Den Rest kriegen wir hin. Dann müssen wir irgendwie... Also am Missionsbusiness müsstest du noch arbeiten, Tom, oder? Aber da kann man gar nichts dran umstellen, oder? Hä? Mir fehlt eine Maschine. Dafür habe ich einen Schlepper mehr wie sonst. Ist auch komisch, oder? Aber der rennt, ne? Bin ich gar nicht gewohnt, ey. So schnell zu fahren hier. So, halt mal hier an. Schmeiß mal einen Anker. Pack mal hier an die Seite. Dann haben wir, ja, alles mein Kollege! Nicht immer Hälfte stehen lassen! Wo kommen wir denn hin, wenn denn jeder so macht? Fahr doch erstmal in den Graben! Der ist auch ziemlich dröge, ne? Hast gesehen? Das läuft.
Wir haben noch Geld, ne? Aber ich will mir jetzt nicht extra einen Ballenwagen kaufen, da bin ich ja ganz ehrlich. Der weiß, was der da macht, oder? Okay, Gisela ist an Schlüssel. Aber da kriegt die hin. Die hat Erfahrung mit großen Maschinen. So, wir tun jetzt noch den Rest der Folge pressen, damit da auch mal wieder was vorangeht, ey. Echt, so ein schick Kram. Das war ja gar nicht gut. Ja, dann mieten wir uns halt den Ballenwagen, aber... Oh. In unserem kleinen Gehopse bist du ewig bei, ne? Müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Wird wahrscheinlich auf Autoload drauf hinauslaufen, aber wie wird sie denn da hinterher abladen, ne? Mal schauen. Ich habe keinen Plan. Davon eine Menge. Das kriegen wir hin. Ja, liebes Telefon, ich liebe dich auch. Nicht. Oh, 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 hast gesehen? Fast alle liegen lassen. Das geht nicht. Gibt's eine Menge. Kein Wunder, dass es da 60.000 für gibt, ne? Warte mal, irgendwas nachgucken. Details. 270.800 Erlös Eigenanteil. Wä? Da bleibt ja fast nichts übrig. In 4K Ball. Okay. Kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Wie hast du denn hier getroschen? Okay. Jetzt wird er auch gleich noch die Spitzen eben weg vorn. Und dann da, nach da. Arbeiten wir erst da lang und dann nach da. Geht ja nicht anders. Und wenn du nach vorne guckst, kannst du auch besser fahren. Müssen wir mal gucken, ne? Wenn du viel nach hinten guckst, auch im Real, werden die Bahnen immer schief. Guckst du nach vorne und nicht nach hinten, ist die Bahn gerade. Ist immer so. Oder du musst die Hand an den Lenkrad wegnehmen. So vor. Weißt du, wenn du den eingestellt hast? Ohne GPS, wohlbemerkt, ja? Ohne GPS. Hat ja nicht immer jeder GPS zur Verfügung, oder? Obwohl heutzutage ist das schon fast Standard, glaube ich, ne? Aber... Ich hatte früher kein GPS auf dem Schlüpper. Beim Plögen ist er der Schiedigol, ne? Oder so beim Rütteln oder so. Oder Grubbern. Beim Eggen war das, finde ich, entscheidend. Wenn du nämlich dann beim Säen durch die Vorgängertrickerspur gefahren ist, dann wurden die Bahnen nämlich auch so. Da konnte es wohl noch gehen, aber sonst... War das halb so wild, aber... Das war immer so ein Punkt, da musstest du immer noch gucken. Als früher mit der alten Ecke noch, da war das echt krass. Du konntest das sehen, wenn du Schöpp gefahren bist, dann hast du auch Schöpp gesät. Weil der Schlepper immer in die Spuren noch wieder mit reinrutscht. Macht man nicht glauben, ist aber wahr. So, liebe Leute, ich sag jetzt aber erstmal danke fürs Zugucken bis hierher. Ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich echt über ein Däumchen freuen, bin ich ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal und ihr wollt nichts mehr verpassen,
dann würde ich mich echt über ein Abo freuen und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.